Eine absolut grundlegende Fähigkeit ist, den anderen zu greifen und zu bewegen. Das heißt, auch hierfür wollen wir ein Grundspiel haben. Ich nenne das Ganze Griffkampf. Mein Ziel ist es, den anderen festzuhalten, zu kontrollieren und zu bewegen, während der Partner natürlich mich festhalten, kontrollieren und bewegen möchte. Wir wollen beide so wenig wie möglich zulassen, dass der andere uns greift und bestimmt, was passiert. Die Griffe sind überall erlaubt, wo man sich nicht leicht verletzen kann, das heißt keine Finger, keine Ohren, keine Haare. Ansonsten möchte ich den anderen greifen und kontrollieren. Der möchte mich greifen und kontrollieren.